Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Heute geht es um. Heute geht es um eine kleine, dennoch große Thematik, die bei mir angestoßen wurde, was sich auch schon rauskristallisiert hatte, in dem Video Angst davor, Magie anzuwenden oder Angst vor der Praxis. Und zwar handelt es sich hier jetzt um den Inhalt eines Buches, was das erste Mal verlegt wurde 1986. 1986. Neu aufgelegt wurde es 1999, sprich ein paar Jährchen sind da schon dazwischen. 13, um genau zu sein, fand ich interessant. Es ist ein Buch, in dem verschiedene Personen interviewt worden sind zum Thema Hexe, ne? Das heißt, die neuen Hexen. Daran wurde nichts verändert in der Neuauflage. Ist klar, was sollte man da verändern? Es wurde lediglich ein Vorwort oder ja, eine Art Einleitung geschrieben, die vielleicht verändert wurde, beziehungsweise auch komplett in dem Buch neu ist. Ja, es startet hier schon mit Januar 1999, die Spuren der Sonnenwendfeier und, und. Dieses Buch fühlt sich an, als wäre das auch jetzt erst geschrieben. Es geht um die Ängste der Leute, nach außen hin sich zu zeigen als Hexe. Angst davor, die Einstellung, den Arbeitsplatz zu verlieren, das Gesicht zu verlieren und was da eben mit schwingt. Ja? Und da bei der Thematik habe ich teilweise das Gefühl, dass die Welt da doch ein bisschen stehen geblieben ist. Außer dass wir jetzt seit einigen Jahren zusätzlich das Internet zur Verfügung haben. Ja, also es wird jetzt nicht nur von Buch zu Buch erzählt und weitergegeben, sondern auch durchs Internet, sei es Foren, Chat, Skype, ja, Videos, wie ich mache und so. Ja, wir sind da bei dem Ziel, das Ganze positiv zu unterstreichen, da das Wort Hexe an sich, deswegen wird gerne Wicca verwendet, auch wenn das Hexentum an sich älter ist als Wicca, bedeutet Wicca auch nichts anderes als Hexe, was ja als Religion anerkannt ist in Amerika, England und so. Aber auch schon in Deutschland sehr viele Anhänger gefunden hat. Dieses Wort Hexe als Wort Hexe ist einfach durch die Geschichte sehr negativ geprägt. Jemand, vor dem man Angst haben muss, die nicht ganz knusper im Kopf ist, die schwarze Magie betreibt, die Kinder frisst, die Satanismus betreibt. Na, das wird so alles ein bisschen so in einen Topf geworfen, gerührt und daraus entsteht das Wort Hexe, beziehungsweise so die Erinnerungen an das Wort Hexe. Dass aber schon die Hexen damals Heilkundlerinnen waren, ja, die vielleicht Leben gerettet haben, die Hebammen waren, die sich mit Kräutern auskannten, daran wird nicht mehr gedacht. Das ist total weg aus den Köpfen der Menschen. Und wie gesagt, diese Problematik ist heute noch unverändert, also ist dieses Buch eigentlich äußerst aktuell. Ja, trotz der Aufgeschlossenheit insgesamt ist zum Beispiel auch Thema homosexuelle Szene oder
was jetzt in den Stellenbeschreibungen als divers bezeichnet wird, das Ganze auch noch nicht wirklich da. Teils wird es halt gemacht, wie jetzt, dass auch Frauen heiraten dürfen, weil die Männer das schon vorher durften, weil das auch schon in Amerika und so weiter durchgesetzt wurde, hat man da so nachgezogen. Heißt es nicht, dass die Menschen bereit dafür sind oder bereit sein wollen, glaube ich. Ja? Also, auch wenn es alt ist, das Buch ist sehr interessant, wenn es eben so um den sozialen Einblick, um den psychisch-psychologischen Einblick teilweise auch, kann man hier fast sagen, der Menschen Einblick erhält, was Hexen selbst denken, dass die anderen denken. Vielleicht ist ja da auch nur ein Kommunikationsproblem. Muss aber nicht sein, ne? Es gibt zum Beispiel Fälle, wer es bekannt ist, die Hexe Minerva, die hat ja einen Laden in Dortmund und da gab es böse Flugblätter, die dann vor ihren Laden geworfen wurden oder sonstiges ist ihr schon passiert. Sie ist ja schon ein Stückchen öffentlicher, sag ich mal, wie ich jetzt zum Beispiel. Hans und Kunz kann zu ihr, ne? Das ist noch mal ein Schritt weiter als wie zu Hause in dem Büro hocken oder woanders in dem Büro oder in seiner Werkstatt, wo man keine Kunden empfängt. Ja? Wenn man als Hexe eher so als Autorin lebt, zum Beispiel rein autorisch, wie die Hexe Claire zum Beispiel, und dann noch ein bisschen Kartenlegen anbietet und Kurse, die man sich durchlesen kann, also auch eher autorische Arbeit mit Fragen beantworten. Es ist einfach ein ganz anderes Level. Ne? Also man muss wirklich teils Angst haben, wenn man auf die Straße geht und offenkundig Hexe ist, dass man nicht gleich erschlagen wird von jemandem. Ich habe mir ja so einen Hut gekauft. Der sieht einem Hexenhut ziemlich ähnlich von der Form. Soll letzten Endes auch einer sein, aber es ist halt ein Sonnenhut. Und da wurde auch schon hinterm Rücken getuschelt. Ja, sie denkt, sie ist eine Hexe. Oder, nee, das war der Satz. Ah, das sind die, wo denken, dass sie Hexen sind. So war der Satz. Ja. Daran sieht man, diese Thematik ist leider noch äußerst ernst. Hier im Internet, ja, wo ihr als Kommentatorin weitestgehend noch anonym seid, weil man sieht kein Bild von euch, Name kann man auch Hans Wurst benutzen, da ist eine größere Offenheit der Thematik gegenüber und sogar teils sehr wenig, aber es kommt, glaube ich, auch auf die Reichweite drauf an, von diesen bösen Zungen. Ne? Also große Probleme hatte ich bis jetzt noch nicht, zum Glück. Ja, das zu diesem Buch. Wie gesagt, diese Thematik ist einfach noch ein Ding, wo einfach ja doch ziemlich stehen geblieben ist, meines Erachtens. Ne? Ja, ganz interessant. Wer es gelesen hat, gerne in die Kommentare. Bis dahin.